Ich glaube, dass dieses Format ein sehr schönes ist, was wir gemeinsam für die nächsten Jahre hier auch bewerben können. Ich sehe auch, dass das in dieses Format der Läufe hier in Hamburg insofern mit reinpasst, weil es die Fragen der Integration des Miteinanders eben auch mit in den Mittelpunkt stellt. Hi, ich bin Florian, komme aus Hamburg, wohne seit 5 Jahren jetzt hier in Hamburg und bin Student und habe jetzt über das Internet erfahren, dass hier so ein schöner Lauf stattfindet und ich denke, das ist eine tolle Sache, Geld zu spenden dafür, für eine gute Sache und gleichzeitig was für den Körper zu tun, also ich finde das super. Das Startgeld war überhaupt nicht hoch, also da kann man gerne noch ein bisschen mehr spenden. Hat mir sehr gut gefallen. Und finde, wir laufen für einen guten Zweck ist noch was ganz anderes als einfach nur so laufen. Also fühlt sich besser an, ist schön. Wie haben Sie nochmal davon erfahren, von dem Lauf hier? Das eine waren eben die Plakate an der Alster und dann habe ich mir im Internet die Seite angeguckt. Und da war, finde ich, auch die Werbung war gut, auch für die Jahre davor. Und nett war auch, dass ich einen der Organisatoren noch eine E-Mail geschrieben habe, der sofort geantwortet hat, um nochmal zu fragen, wo ist genau der Start, wie läuft das ab. Und da habe ich sofort Kontakt gehabt und ja. So kam das dann, genau. Werden Sie auch nächstes Jahr wieder hier begrüßen dürfen? Absolut, ich werde Werbung machen auch. Mir hat das wirklich gut gefallen. Vielleicht bringe ich noch ein paar mehr Frauen mit nächstes Mal, dann sind ja nicht so viele gewesen, genau. Es ist alles für einen guten Zweck und das ist auch eine Sache, wo man dann sehr gern mitmacht. Und die Veranstaltung, die finde ich ist super, vor allem sehr, man wird sehr freundlich willkommen geheißen, auch im Ziel, man bekommt dann was zu trinken, ist sehr nett, die Leute sprechen einen an und fragen einen, wie es war, also es ist eine sehr, sehr nette Veranstaltung, kann ich nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Also warum nicht direkt so eine Veranstaltung mit einer Spendenaktion verbinden, dass man eben was für die gute Sache macht. Und von der Veranstaltung selbst halte ich sehr viel. Also war sehr schön organisiert, sehr gastfreundschaftlich und von der Verpflegung her auch super. Das war wie ein größeres Familienfest. Es war eine sehr angenehme Stimmung. Es war, wie ich fand, hervorragend organisiert. Und wir als die für den Bereich der Grünanlagen auch zuständige, der Bezirk, mit den Nachbarbezirken auch. Der Lauf ging ja durch 3 Hamburger Bezirke, wenn Sie so wollen, einmal rund um die Außenalster. Also mit der schönste Lauf, den die Stadt bieten kann. Das hat alles prima geklappt. Ich finde, die Veranstaltung hätte es verdient, dass sie noch viel stärker als Bewusstsein der Hamburger hineingerückt wird. Und da gibt es sicher noch was zu tun, aber ich denke mal, die nächsten Jahre haben wir die Möglichkeiten dafür, auch das noch zu verbessern.